Today we're gonna make a Korean fire noodle challenge and I'm really, really nervous because I can't deal with spicy food at all. And I decided to invite someone to do this challenge with me. It's my brother Bengt and he's also not very familiar with extreme spicy food, so it's gonna be a lot of fun, I guess. Okay. Oh my god! Oh my god, ich habe Angst, was du sagst. Noch mehr wahrscheinlich. Ja, wir haben einfach in unserer Kindheit so gar nichts Scharfes gegessen, oder? Aus gutem Grund. Ja, Mama und Papa haben halt echt nie scharf irgendwie gekocht. Ich habe so Angst. Ich habe eher Angst vor mit dem Stäbchen essen. Ja. Wer zuerst? Ja, ich. Oh Gott. Oh mein Gott! Ich hab Angst! Ja. Das ist nicht schlecht. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Aua! Es ist halt echt scharf, ne? Aber bis jetzt geht's halt wirklich noch. Oh Gott, ich kann doch gar nicht essen. Also ich hätte gedacht, dass es noch schlimmer ist. Aber, boah. Oh mein Gott. Scheiße, ich kann gar nichts essen. Oh nein. Die Sache ist, dass es ja eigentlich an sich total gut schmeckt. Ja, eigentlich schmeckt es gut, aber es ist so scharf, dass man einfach gar nichts mehr schmeckt. Man muss es schnell kauen und ganz schnell runterschlucken. Das Problem ist, dass jetzt anfängt, dass die Lippen brennen. Das ist so ein bisschen krass. Also noch muss ich nicht so wenig greifen. Noch geht's. Oh, wie schaffst du das? Also wie gesagt, man muss einfach irgendwie Schmerz ausblenden. Oh Gott, es tut so weh. Aber schmeckt halt echt geil so. Schmeckt echt gut. Ja, mein Mund macht so ein bisschen. Oh, mir ist so heiß. Problem. Das sind rote Lippen. Oh mein Gott. Oh, ich sterbe. Ey, ich muss die ganze Zeit Milch trinken. Wie schwach. Ich muss nur die Lippen abwischen. Boah, jetzt aber. Boah. Ah, so im Nachhinein, ne? Ich krieg gerade auch gerade keine Nudeln mehr auf die Stäbchen. Oh, ein Wunder, dass du mit denen essen kannst überhaupt. Mhm. Hast du ja nicht, noch nicht so oft gemacht, ne? Das ist eigentlich das größte Wunder jetzt an dem. Oh, wenn du dich damit verschluckst. Aber ich muss zugeben, so langsam wird es echt krass. Boah, jetzt fängt auch an die Nase zu laufen. Also ich dachte echt, dass ich es best gerade. Gerade dachte ich noch, dass ich es gut wegstecke. Aber es war gerade echt heftig. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Mann. Ach du Scheiße. Das wird auch nicht weniger. Das ist das Problem. Oh Gott. Wie würde ich das ohne Milch schaffen? Ich krieg gerade nichts mehr auf die Stäbchen. Die Stäbchen sagen auch schon, nee. Mir ist so heiß. Mir ist so heiß. Oh Gott. Oh Gott. Ich krieg voll Husten. Ey, wir sind weichen Nasen. Und mir wird grad schwindelig. Mir wird immer so schwindelig von Schärfe. Auch wenn ich sitzen bleib, geht's. Aber es tut so weh. Oh mein Gott. Es tut so weh! Es tut so weh! Das Problem ist, so langsam fängt halt auch so die Speiseröhre an zu brennen und alles. Ja. Oh, wenn ich nicht so Milch trinken höre, ne? Ehrlich gesagt, das verbessert auch nicht so viel. Oh, ich glaube, meine Speiseröhre blutet.
Oh mein Gott. Mir wird so schwindelig. Es ist echt heftig. Oh. Die Lippen sind wirklich das so. Ey, das sind doch Schmerzen. Wie kann man das so am besten noch so täglich essen? Au! Und genießen mit der ganzen Familie. Ja. Essen einfach Schmerzen. Ich kann vorhin gar nicht mehr reden, das tut alles so weh. Jetzt geht's für mich irgendwie auf die Zielgeraden. Aua, es tut so weh, oh mein Gott. Ey, mir wird gerade voll schwindelig. Mhm. Wie das denn klauen? Nur so als kleiner Zwischenstand. Ich hab's gleich geschafft. Ich hab's gleich geschafft. Mein Zwischenstand. Ich hab mal kaum was geschafft. Aber. Gleich geschafft, mir geht's aber schon mir furchtbar. Ist unfassbar schwindelig. Mir wird schon irgendwie so ein bisschen kalt. Ja, man fühlt sich so ein bisschen tot, kann das sein? Ja, der Kreislauf macht halt jetzt gerade so ein bisschen Spielkraft, ein bisschen verrückt. Oh, Scheiße. Oh. Ah, der erste Schluck Milch. Oh, es ist gut. Eine gute oder eine ganze Portion ohne Milch zu trinken, aber ich würde es keinem empfehlen. Und, wie geht's dir so? Ich weiß nicht. Also einerseits bin ich ganz froh, dass ich es jetzt größtenteils geschafft habe. Andererseits war halt auch lecker, ne? Ich glaube, mein Mund ist eigentlich schon so tot, er dürfte eigentlich nichts mehr schmecken, aber das hört nicht auf. Schau ich mir jetzt noch rein den Rest. Das ist die Schärfe. Oh. Ey, aber du hast es im ganzen Gesicht, ne? Du hast sogar eine Augenbraue so ein bisschen. Ich zitter total. Tja, Leute. Ich habe dann wohl gefailt. Er hat gewonnen. Oh mein Gott. Okay, Leute. Ich muss mich jetzt erstmal beruhigen. Und die Nase putzen und mich duschen. Wir sehen uns dann im nächsten Video, wenn es mir hoffentlich wieder besser geht. Bis dahin. Ciao.